So, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs. Ja, diesmal mit anderen Texture Pack. Und zwar habe ich mich dann doch für das Spec BD Craft entschieden, weil ich dachte, okay, spielen wir doch mal mit Texture Pack, das sieht doch einfach schöner aus. So, ja, es war auch schwer mich zu entscheiden, aber ich dachte letztendlich, das ist eigentlich ein sehr schönes Texture Pack mit schönen Texturen. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. So, ich würde so sagen, jetzt craften wir erstmal unseren kleinen Helm. Nämlich einen, genau, einen Skeletthelm. So, da sehen wir ihn schon. Der sieht ziemlich cool aus. Ein Skeletthelm. Den können wir jetzt mal aufsetzen und guckt euch das an. Also, wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Zack. Ein Schädelhelm. Ich weiß noch nicht, wie viel Damage der macht, aber können wir ja mal gucken. Und jetzt haben wir fast voll. Nehmen wir den weg und neben den Eisenhelm haben wir... Moment. Der Skullhelm bringt tatsächlich mehr. Okay, dann können wir ja den Eisenhelm jetzt wegtun, brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir unseren schönen Skeletthelm. Knochen tun wir auch mal weg, brauchen wir auch nicht mehr. Ach, ah nee, Empty Shell, das muss ja alles natürlich bei den Dinosaurier-Sachen rein, haben wir alles sortiert. Und letztes Mal haben wir auch unseren ersten Dinosaurier gesehen, das war ja hier die Nautilus. Und dieses Mal würde ich sagen, können wir uns auch mal richtig welche ausbrühen. Denn wir haben ja genug Dinosaurier-DNA, guck mal, wir haben hier Nautilus-DNA. Und dann können wir uns gleich mal ein Dino ausbrüten. Allerdings brauchen wir dafür noch einen Cultivator. Den müssen wir dann auch nochmal craften. Aber ich denke, wir haben genügend Materialien, sodass das kein Problem sein sollte. Guck, hier haben wir schon Eisen. Und dann brauchen wir noch Kaktusgrün und Glas war das. Glas können wir jetzt schon mal herstellen. Guck mal, hier haben wir schon mal Steak. So, gucken, was hier noch alles so drin ist. Ne? Sonst ist hier nichts drin, okay. Huch, was habe ich denn gerade gemacht? Ach so. Ich habe hier also Stings platziert. Habe mich schon gewundert, was passiert auf einmal. Ah ja, habe ich ganz vergessen, dass man die da platzieren kann. Dann gehen wir erstmal auf Jagd. Es ist ja gerade Nacht, dann können wir noch ein paar Zombies töten. Noch ein bisschen Rotten Flesh. Können wir dann nochmal schön essen. Ja, und einige hatten... Nein, ey, komm. Ey. Musst du immer so an die Tür hämmern? Ich habe auch eine Klingel. Also, dass sie nie höflich mal fragen, hallo, darf ich mal rein? Nein, die müssen natürlich immer gleich aggressiv sein. Was haben wir hier? Ach da, Rotten Flesh. Ja, und einige von euch meinen auch so, ey, ihr ist kalt, du kannst kein Englisch, du sprichst die ganzen Sachen falsch aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das damals, als ich mit Minecraft angefangen habe, halt so gelernt, weil ein Kumpel, der mir das alles beigebracht hat, der hat das halt so ausgesprochen und dann habe ich das natürlich übernommen. Und jetzt, rede ich natürlich immer noch so, weil was man einmal gelernt hat, das behält man natürlich auch. Und ja, ich habe die Begriffe so gelernt und ich denke jetzt auch, warum sollte ich die jetzt nochmal umlernen? Hat sich bei mir so ergeben, also ja, lasse ich es auch so. Deswegen, das sind quasi so, das ist so Minecraft-Englisch. Menglisch. Mein-Englisch. Minecraft-Englisch, ja. Eine ganz besondere Art von Englisch. Mit minecraftlerischen Akzent. So, und ich denke, ihr seid da auch nicht besser. Also, ich denke, ihr werdet auch ein paar Vokabeln falsch aussprechen und nicht auch komplett fehlerfrei mit Cambridge-Zertifikat sein. Aber das ist ja halt ganz normal. So, erstmal brauchen wir aber nochmal ein Schwert, denn mit der Axt da alles zu machen ist echt blöd. Ja, wir brauchen Kaktus. Wir brauchen einen Kaktus. Gucken wir mal, wo haben wir denn das Eisen? Das haben wir hier. Jetzt brauchen wir nur noch Sticks. Ach ja, wir haben Holz. Ich muss mich erstmal an die Texturen hier gewöhnen. So, guck mal, jetzt haben wir Oak und jetzt machen wir nochmal Sticks. So, 20 Sticks und jetzt kommt ein Schwert. So, das wird so gecraftet. Eisenschwert. So. Den Rest können wir dann wieder hier hin tun, falls wir sterben sollten, was zwar ziemlich unwahrscheinlich ist, aber wer weiß. Guck mal, Leder tun wir rein, da können wir noch die Sugarcanes reintun. Und obwohl Sugarcanes können wir gleich anbauen. Guck mal, Seeds und Cobblestone, Gunpowder. Guck mal, wir haben eigentlich ziemlich viele Sachen, die wir gar nicht so brauchen. Wooden Planks hatten wir auch schon ganz viele, hätte ich gar nicht herausgehen sollen. Hätte ich wohl übersehen. Und jetzt haben wir aber schon die Morgendämmerung und da kommt ein Creeper. Ja, da muss ich echt sagen, wenn ein Creeper kommt, da bin ich jetzt wirklich übervorsichtig und gehe sofort immer weg, denn ich habe da wirklich keine Lust auf genau das hier. Habe ich wirklich keine Lust zu. Dass er mich da irgend so ein Creeper attackiert und dann vor meinem Haus explodiert, das muss nicht sein. Deswegen, falls ihr einen Creeper vor eurem Haus habt, geht da immer weg. Ja, also, was haben wir denn hier? Irgendwelche weißen Blöcke.
Ach nee, das ist Sand. Das ist einfach nur, die Textur ist einfach nur anders von den Items, die sich bewegen, als die von den Sand, wie er da liegt. Muss man sich wohl noch dran gewöhnen. Das ist ganz normaler Sand hier. Naja, dann. Das ist ja auch blöd. Jetzt guck mal, guckt euch das an, wie der Creeper hier die Umwelt hier verunstaltet. Na, da sagt man immer, die Menschen verunstalten die Umwelt, und dabei sind es die Creeper, die die Umwelt verunstalten. Ne? Also falls irgendwann. Oh ne, jetzt habe ich Holz genommen. Ist doch tatsächlich Holz mit Dirt verwechselt. Also wenn ihr da mal in der Schule seid, könnt ihr ganz stolz sagen, nein, es ist nicht der Mensch, der die Umwelt verunstaltet. Es ist der Creeper. So, na, natürlich Quatsch. Komm, jetzt können wir da auch wieder Sand drüber machen, damit es wieder einigermaßen in Ordnung aussieht. Man kriegt leider nie so viel Sand, wie er weggesprengt hat, sonst wäre das ja echt eine tolle Sandfarm. Aber ungefähr kommt das schon dann hin. Naja, aber jetzt ist es schon alle. Jetzt ist unser Sand schon leer. Müssen wir ein bisschen improvisieren. Ich finde das, ich weiß nicht, ich mag das nicht so mit Löchern in der Gegend. Die muss ich immer sofort ausfüllen. Und sieht das irgendwie komisch aus. Guckt euch das an. Ist wirklich schrecklich. Okay. So. Genau, das gehört halt auch dazu. Das gehört auch dazu. Das muss man immer machen. So, und dann müssen wir aber auch gleich mal unseren Kaktus suchen. Das wollen wir ja diese Folge hier noch machen. Und wenn wir dann Glück haben, finden wir ja noch nächste Folge irgendwie ein ganz besonderes Fossil. Ich weiß nicht, vielleicht so ein T-Rex-Fossil, wobei das auch ziemlich selten ist. Aber halt irgendein richtig besonderes Fossil, wo wir dann halt auch wirklich mal eine klasse DNA haben und ein klasse Dino draus machen können. So, ich weiß gar nicht die Textur von Fossilien. Ich hoffe, die ist jetzt nicht mit Cobblestone gleichgesetzt. Sonst kann man das natürlich nicht mehr unterscheiden. Da müssten wir nachher nochmal gucken, wenn wir dann merken, okay, irgendwie finde ich keine Fossilien, sollten wir vielleicht mal das Texture Pack ändern. Hallo Skeleton, du bist im Wasser und kannst mich nicht treffen, weil du einfach keine Skills hast. Skeleton. Guck mal, der Hund, der ist. Ich mag den Hund, guck mal, der wartet da einfach. Man sagt ihm, bleib stehen, und der wartet da. Ne? Der hört richtig. Aber jetzt kannst du auch mal mitkommen. Ist ja auch blöd, wenn er da die ganze Zeit rumsitzt. Ja, was essen wir denn? Ich würde mal sagen, rohes Fleisch ist, hat auch so seine Vorzüge. Guck mal, da haben wir einen Wald. Einen schönen großen Wald. Stehend aus alten Eichen. Ah ne, jetzt ist unsere. Ach nee, das ist unsere Axt. Genau, ich schlachte die Tiere ja eigentlich immer mit der Axt. Da ich aber jetzt eventuell ja dann noch was für die Bäume brauche. Falls wir überhaupt welche abbauen wollen, lasse ich die lieber erstmal da. Guck mal, da haben wir nochmal Hunde. Ja, ich habe sogar noch ein paar Knochen. Können wir mal unser Glück versuchen. Vielleicht haben wir da ja. Ja, vielleicht klappt das ja. Hallo. Und einer ist daneben gegangen. Oh, das ist nicht unser Freund. Nicht unser Freund geworden, schade. Aber es gibt ja noch mehr Hunde. Da haben wir ja noch ganz viel Zeit. Guck mal, das ist auch ein Hund. Ja, es ist ein Wolf. Das ist ja noch gar kein Hund. Die sind ja erst alle Wölfe. Und später werden sie erst zu Hunden. Das dauert ja alles eine Zeit lang. Muss sie ja erst zähmen und dann. Ich weiß nicht, ist das dann ein gezähmter Wolf oder ist es ein Hund? Das ist nämlich die Frage. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt bei Minecraft guckt, ob das jetzt als Dog registriert war oder als Untamed Wolf. Ich weiß es nicht. Aber naja, läuft ja aufs selbe hinaus in Minecraft und macht ja keinen großen Unterschied. So, ich finde es auch ein bisschen verwundernswert. Wir sind hier wirklich am Strand und hier ist keine Kakteenanlage. Aber okay, jetzt, wenn man jetzt mal überlegt, ihr fahrt so zur Ostsee und dann stehen da Kakteen, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen merkwürdig. Oder ihr fahrt zur Nordsee, was weiß ich. Am Mittelmeer wäre das dann schon wieder etwas anderes, da kann man sich das vorstellen, aber vielleicht sind wir hier gerade in so einer nordischen Gegend. Guck mal, der portet sich immer zu uns. So eine Skills will ich auch haben. Wo es einfach sowas gar nicht gibt. So, jetzt gucken wir mal, da seht ihr schon, es gibt die Fossilien hier. Mit dem Texture Pack ist es also gut möglich. Dann haben wir gleich wieder ein paar Steinchen. Oh, was ist das? Das müsste Eisenerz sein. Und? Ja, natürlich ist es Eisenerz. Was auch sonst? Ja, jetzt gehen wir aus dem Wasser, damit wir hier alles mal ein bisschen besser abbauen können. Guck mal, das. Wow. Ist ganz schön dunkel hier. Ich glaube. Nein, ich weiß nicht. Wollen wir hier das schöne Wasser zerstören? Können wir eigentlich machen. Holen wir mal ein bisschen Licht in die Sache. Genau. Muss ja alles mal weg hier. Hä?
Ja, Kuh, ich will nicht, dass du hier noch reinfällst. Das wäre es ja noch, wenn die Kuh hier reinfällt. Genau, jetzt haben wir, guck mal, jetzt haben wir ganz viel Dreck. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht. Man geht einfach so hin. Baut das hier alles zu. Und dann geht man hier rein. Und das Wasser ist weg. Und dann kann man gemütlich seine Fossilien abbauen. Also, wenn das kein guter Plan ist. Allerdings haben wir jetzt ein Fossil. Oh, was haben wir denn hier? Ein Biofossil. Vielleicht kriegen wir da noch unsere gewünschte Dino-DNA heraus. Und hier haben wir Knochen. Man bekommt halt nicht immer das, was man will. Knochen. Knochen. Ah, was haben wir hier? Ein Broken Ancient Sword. Also ein zerbrochenes antikes Schwert. Also auch ein altes Relikt aus vergangener Zeit. Da würde mich auch mal interessieren, was das genau ist. Wenn wir auf jeden Fall noch erforschen. Ne, es gab ja nicht nur, es gibt hier ja nicht mal nur die Dinosaurier im Mod, sondern es gibt auch so, ich sag mal, alte Kulturen. Natürlich gibt es da nur Relikte, da kann man, also man kann jetzt keine Urmenschen spawnen lassen. Wobei, ich glaube nicht, sondern nur Dinosaurier. Und das finde ich aber auch. Das reicht eigentlich auch, weil Dinosaurier, die sind schon gefährlich genug. Ist hier noch was? Nein, natürlich nicht. Ja, ihr meintet auch so, Oskalter, du hast voll viele Fossilien übersehen und ja, ist halt so. Ich denke, wenn ihr, ich denke, ihr habt das auch manchmal, dass ihr halt, ihr seid wirklich da und sucht etwas und dann ist es direkt vor eurer Nase. Aber ja, manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist halt normal. Ich denke, das habt ihr auch manchmal, dass ihr dann so Dinge sucht und die dann direkt vor euch sind und ihr es einfach nicht findet. Ist einfach ganz normal. Und besonders beim Let's Playen, da könnt ihr, das werden euch alle Let's Player sagen, wenn ihr sie fragt. Da, ja, man ist ja quasi abgelenkt, ne? Oh, guck mal, der portet sich immer wieder. Guck mal, ihr spielt und dabei müsst ihr ja noch reden. Und es gibt auch Leute, wenn die dann, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so einen Kumpel habt und der zockt gerade irgendwie so MW3 oder so und dann wollt ihr mit dem reden und der ist total so, ja, der sagt so gar nichts, sondern ist die ganze Zeit so fest aufs Spiel konzentriert. Weil es gibt halt Leute, die können halt nur sich auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Bei mir geht das eigentlich noch. Aber, wenn man, ja, das kann halt nicht jeder. Aber trotzdem merkt man das auch. Also ich kann jetzt auch nicht komplett jetzt fehlerfrei das machen. Ich denke, wenn ich nicht dabei reden würde und alles, würde ich mehr, ja, würden mir mehr Sachen ins Auge springen. Ist aber auch normal, weil, guck mal, das Gehirn konzentriert sich jetzt auf das, was ich sage und gleichzeitig auf das Spielgeschehen, also Multitasking. Und da muss es natürlich die Ressourcenverteilung klar aufteilen. Und wenn ich mich jetzt nur aufs Spielgeschehen konzentriere, ist ja, habe ich ja quasi mehr Kapazität. Das kann man jetzt so mal mit PCs vergleichen. Stellt euch mal vor, ihr habt nur Minecraft an und stellt euch dann vor, ihr habt Minecraft und Battlefield 3 gleichzeitig an. Dann werdet ihr auch merken, okay. Wenn ich Battlefield 3 mit anhab, leckt es ein bisschen mehr. Und so ähnlich kann man sich das auch beim Gehirn vorstellen. Ist natürlich jetzt nur ganz grob überspitzt dargestellt, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich glaube es ja nicht. Wir finden hier keine guten Fossilien, lediglich kleine Hühner, die meinen, sie sind was Besseres als wir. Aber wir brauchen ja auch Kaktus. Wir brauchen ja keine Fossilien mehr. Wobei, das brauchen wir eigentlich immer. Wir brauchen einfach nur mal Kakteen. Schön viele Kakteen. So. Ah, hier haben wir einen See, aber okay, wir sind jetzt schon mal im Dschungelbiom. Und wo ein Dschungelbiom ist, da kann ein Wüstenbiom nicht weit sein. Und wo sind wir hier? Am Strand. Schade, ich hätte jetzt gehofft, das wäre ein Dschungelbiom gewesen, aber okay. Man kann ja. Oh ne, jetzt muss ich wieder was essen. Man kann ja wirklich lange laufen, bis man halt dieses verflixte Wüstenbiom mal findet, weil das. Ja, das dauert ja echt lange. Die Suche nach dem heiligen Kaktus, sag ich nur. Aber wenn wir den dann gefunden haben, können wir endlich unseren, ich weiß gar nicht, wie hieß es, Cultivator, können wir dann craften. Und mit diesem lassen sich tatsächlich Dino-Eier herstellen. Und ich denke, das ist es, was wir schon seit der ersten Folge wollen. Wir wollen wirklich unseren ersten Dino aus dem Ei brüten. Wir haben zwar schon einen gesehen, aber es war halt kein richtiger, es war halt einfach nur so ein Fisch. Und ich denke, wir sind uns alle einig, wir wollen nicht so einen Fisch sehen, wir wollen einen echten Dino sehen. Guck mal, er portet sich immer wieder. Diese Fähigkeiten will ich auch haben. Wir wollen wirklich einen richtigen Dinosaurier sehen. Da müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Besonders, wenn wir hier kein Wüstenbiom in der Nähe sehen. Oh, guck mal da. Das sind aber auch schöne Fossilien. Können wir gleich drauf zugehen.
Ich finde, mit dem Texture Pack sieht man die sogar noch ein bisschen besser. Also, das hat sich doch gelohnt. Und ich denke, ich werde das jetzt auch länger benutzen, weil ich finde das eigentlich so ganz schön. Und bevor ich dann immer hin und her wechsle, dann behalte ich das mal. Ihr könnt mir ja auch nochmal eure Meinung schreiben. Wie findet ihr eigentlich das Texture Pack jetzt? Habt ihr da vielleicht bessere Ideen oder denkt ihr auch, oh, das ist total cool, das Texture Pack? Wurde ja auch von einigen von euch, glaube ich, vorgeschlagen. Ihr hattet ja mehrere Ideen. Die einen meinten Misas, die anderen meinten Spags, die anderen meinten Disco, FV, die anderen meinten, also da gab es so viele Vorschläge. Und da habe ich mich dann doch für dieses hier entschieden, weil ich halt auch hiermit schon, ja, ich kenne das auch schon länger, es ist ein sehr tolles Texture Pack. Und ja, ich hatte bisher immer nur positive Erfahrungen mitgemacht. Irgendwie erinnert mich dieses Texture Pack auch so ein bisschen an Ace of Spades, was ich jetzt auch länger nicht gespielt habe, aber irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir drehen langsam mal um, denn wir sind, ich gebe echt langsam so die. Gut, dass wir eine Rüstung anhaben. Unser Helm ist ja wirklich cool. Vielleicht können wir auch noch den Rest der Rüstung craften, wenn wir genug Knochen haben, müssen wir eigentlich haben. Ergeben die Knochen doch einen Sinn. Guck mal, es wird jetzt auch dunkel, da müssen wir auf jeden Fall nach Hause. Und wer weiß, vielleicht finden wir irgendwo an irgendeiner Ecke noch einen letzten Kaktus. Ne? Und es ist ja nicht so, dass Kakteen nur in Wüstenbiomen vorkommen. Ich hatte das auch schon mal erlebt, dass sie ganz normal am Strand vorkamen. Es kann natürlich auch sein, dass es irgend so ein kleiner Error war und dass halt ein Strand als Wüstenbiom, als Mini-Wüstenbiom geahndet wurde und deswegen dort Kakteen gespawnt sind. Aber ich bin eher der Meinung, dass sie auch anderswo spawnen können. Jedenfalls. Naja, das ist schon länger her. Weiß nicht, wie das jetzt ist, aber vielleicht haben wir trotzdem Glück. Vielleicht bietet dieser Mod das an. Oder durch diese Mods werden halt ein paar Fehler konstruiert, wer weiß. Aber auf jeden Fall werden wir erstmal nach Hause gehen. Das war's dann auch mal mit dieser Folge. Ich werde euch versprechen, nächstes Mal haben wir den Kaktus und dann werden wir unseren Cultivator herstellen. Guck mal, das schwarze Schaf der Familie. Naja, mach's gut und bis zur nächsten Folge.